Bist du soweit? Sehe ich fett aus? Okay, kannst losgehen. Neben mir steht Chief Tool Instructor Elke vom Einhell. Das ist der Presito. Das ist Presito. Presito ist ein Hybridkompressor. Hybrid aus dem Grunde, weil du ihn entweder an Stromnetz mit Kabel betreiben kannst, wenn du hast, unterwegs oder auch so einfach Power Exchange Akku 18 Volt. Ein Akku, 1000 Möglichkeiten. Genau. Presito ist folgendermaßen konzipiert. Er hat eine Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Fahrradreifen etc. Genau. Dazu Schläuchlein? Ja. Okay. Ja. Zum Aufpumpen deiner Autoreifen oder Fahrradreifen stellst du hier deinen gewünschten Druck ein, den du gerne hättest. Wir kippen das mal für die Kamera. Stell den Druck ein. Jetzt gibt es hier noch verschiedene Maßeinheiten. Ja. Bar, PSI und KPA. KPA. Ja, so. Genau. Es ist ganz häufig so, dass auf Reifen nicht irgendwie Bar draufsteht oder so, sondern zum Beispiel PSI oder KPA als Kennzeichen. Okay. Da brauchst du dich jetzt nicht mehr fragen, und wo ist der Umrechner, sondern kannst du einfach einstellen. So, man drückt so lange drauf, bis die entsprechende Maßeinheit angezeigt wird. Und dann drückt man Plus und Minus. Ich habe jetzt in dem Fall KPA. Er stoppt dann, wenn er die Barzahl erreicht hat. Er geht ein bisschen drüber, weil in dem Moment, wo du den Schlauch abnimmst, entweicht immer ein bisschen Luft. Also, Maßeinheit ist klar. Wir gehen dann auf zum Beispiel 22. Genau. Und dann sagst du hier, du hast hier einmal das Reifensymbol und hier das Ball-Symbol. Ja. Reifen ist für Hochdruck. Zeige ich nochmal in die Kamera. Reifen ist für Hochdruck. Mhm. Ball ist für... Genau, mach mal bitte Reifen an. So, ich drücke jetzt gegen. Er hat da gestoppt, wo er sein muss. Okay. Dann hast du fertig. Die andere Geschichte ist zum Beispiel Strand, Flamingo. Flamingo? Oder Badeinsel. Also aufblasbarer Flamingo. Ja. Wenn man normale Flamingos aufbläst, könnte es Probleme mit dem Tierschutz geben. Wichtiger Unterschied. Sonst genau. Peter. Also, Presito macht folgendes. Niederdruck, er zieht hier die Luft rein und gibt sie da raus. Ja. Deswegen packst du zum Aufblasen. Ja. Packst den Schlauch dran. Zum kleinen Gewinde. Okay. Genau. Und wenn du so ein Sicherheitsventil an zum Beispiel deinem Flamingo hast. Die Dinger nerven immer, ne? Die nerven, die musst du ja ganz zudrücken, dann bitte immer ganz rein. Umgekehrt, wenn du die Luft ablassen willst und dich nicht draufschmeißen möchtest und das Sicherheitsventil festhalten und diese ganze Nummer war schon einfach. Wir kennen alle die unwürdigen Szenen am Strand. Ja. Übergewichtige Männer, nicht gut gebräunt, liegen auf aufblasbaren Tieren oder Inseln und sehen dabei wirklich nicht gut aus. Das alles kann der Presito verhindern, weil... Richtig, dann packst du den hier auf den Air-In. Ja. Wieder rein damit, anmachen, saugt ab. Wir haben hier noch ein paar Aufsätze. Einmal für Fahrrad, richtig? Fahrradventil, andere kleine Ventile von Luftmatratzen zum Beispiel. Oder auch die Ballnadel, Fußball, verstanden. Handball. Alles für die Hochdruckpumpe zum Draufstecken. Das ist der Presito. Das ist Presito. Hast du noch Fragen? Nein. Gut, zum Schluss ein Statement meinerseits. Jeder, ich wiederhole, jeder sollte ein Presito haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.